Hallihallo, hier ist der Lars von Rohe Energie. Es geht heute um Vitamin D, den Sommer aus der Flasche. Ich hoffe, ihr habt auch wieder angefangen, Vitamin D zu nehmen. Wenn nicht, dann schaut mal unten unter diesem Video, da findet ihr Produktlinks zu unseren Lieblingspräparaten und PDFs, die euch helfen werden, einen guten Spiegel hinzubekommen. Ja, es ist so, jetzt, wir haben Anfang September, es wird Zeit, dass ihr wieder Vitamin D nehmt, falls ihr es überhaupt abgesetzt habt. Ich habe es immer durchgenommen, mir geht super, ich habe einen tollen Spiegel, aber viele setzen das ja über den Sommer ab. Und jetzt, spätestens jetzt, ist die Zeit, wieder anzufangen. Also jetzt Vitamin D wieder nehmen. Ich habe ein ganz, ganz wichtiges und tolles Interview für euch mit dem Dr. Med Raimund von Helden, dem Vitamin D-Experten Nummer 1 in ganz Europa von vitamindservice.de. Und in diesem Interview reden wir darüber, wie natürlich es doch ist, Vitamin D im Winter zu nehmen oder wie unnatürlich. Die Steinzeit ist nämlich vorbei. Wir sind in der neuen Zeit. Wir wollen gute Vitamin-D-Spiegel haben. Wir wollen nicht in der Höhle sitzen. Und jetzt kommt ein super Interview. Schaut es euch bis zum Ende an. Da sind super gute Informationen dabei. Und ja, unter diesem Video findet ihr, wie gesagt, ein paar PDFs, die euch sehr weiterhelfen werden, um einen guten Vitamin-D-Spiegel zu bekommen. Und jetzt geht's los und viel Spaß dabei. Hallihallo und herzlich willkommen, hier ist der Lars von Rohe Energie. Hallo, Lars. Zusammen mit dem Dr. Med Raimund von Helden von vitamindservice.de. Ja, wir machen heute mal wieder eine Fragerunde, eine Antwortrunde. Und zwar, da ist eine Frage, die kommt immer wieder. Ist es nicht völlig natürlich, wenn der Vitamin-D-Spiegel im Winter absinkt? Und oft kommt da noch so dieser Einwand, das ist doch unnatürlich, wenn wir dann im Winter gegen die Natur arbeiten. Es wird ja dunkel und so. Und ist das gegen die Natur, was wir hier tun, wenn wir dann im Winter oder generell Vitamin D supplementieren? Ja, der Begriff der Natürlichkeit ist sehr schwierig. Ich verwende ihn allerdings selber auch, weil wir dahinter letztendlich einen idealen, quasi paradiesischen Zustand auch anstreben können. Und das Problem ist mit dem Winter, dass wir gar nicht mehr so Winter haben wollen. Ja, also Winter auf Steinzeitlevel vor 200.000 Jahren bedeutete, der Mensch hatte dann fallende Vitamin-D-Spiegel, er war müde und matt, er hat sich in die Höhle gelegt und auch seine depressive Grundstimmung, seine Bärenlaune hat dann dazu geführt, dass er sich verkrochen hat und gewartet hat, die Zeiten, wo der Schnee 1 Meter, 2 Meter liegt, wo draußen nichts zu holen war, dass er da in dieser Zeit nicht angefangen hat zu tanzen und rumzuspinnen, sondern er musste seine Energie quasi winterschlafmäßig sparen. Und erst im Frühling, wenn dann die Sonne schien, ist er rausgegangen, hat sich in die Sonne gelegt, der Vitaminspiegel ist hochgefahren und dann ist er nach draußen gegangen. Also wer, sagen wir mal, die Gelegenheit hat, zu sagen, okay, jetzt ist Winteranfang, es ist der September, Oktober, ja, ich werde jetzt nichts mehr tun, ich fahre nicht zur Arbeit, ich werde auch kaum noch was essen, ich werde mich in die Höhle zurückziehen und quasi nur noch meditieren und lesen und schlafen. Und Vorräte habe ich auch nicht. Das war ja auch zur Steinzeitniveau, hatten die noch nicht diese großen Vorräte. Die hatten so kleine Mengen, mit denen sie dann sehr sparsam über den Winter gekommen sind. Und diese Version gilt einfach nicht mehr. Wir wollen arbeiten, wir wollen leben, wir wollen Spaß haben, wir wollen essen. Und wir wollen den Körper im Grunde in einem aktiven Zustand halten. Und das kann er nur, wenn er dieses Vitamin D dann hat, was ihn dann auch reguliert. Also die Steinzeit ist vorbei. Genau, wir kommen ja eigentlich alle auch nicht aus diesen Gefilden hier ursprünglich, so wie ich das jetzt informiert bin. Wir kommen ja eigentlich eher aus wärmeren Gebieten, aus so einem Gürtel, nennt sich Äquator, ja. Und dann wurde das halt ausgeweitet. Leute sind nach Norden, Leute sind nach Süden, ja. Und es ist krass. Ich habe letztes Mal eine Dokumentation gesehen, über Norwegen und so. Das ist schon hart da oben, ja. Vor allem dann im Winter, ja. Da ist ja lange Winter, da ist auch lange dunkel und so. Und dass die Menschen da überhaupt so Zivilisationen aufbauen konnten, da sieht man wieder, wie erfindungsreich die Menschen auch sind. Ja? Da ist aber relativ gut aufgeklärt, auch mit Vitamin D und auch mit Tageslichtleuchten und sowas, um die Hormone, ja, über die, also die sind da ziemlich fit, ne, im Gegensatz hier zu Deutschland. Ja, das zeigt sich immer wieder, wenn man europäische Studien macht, findet man auch auf meiner Seite, dass man eben sagt, okay,
wir haben in den letzten Jahrzehnten in den Gesundheitswesen der südlichen Länder komplett geschlafen. In Deutschland wird es quasi therapeutisch überhaupt nicht angegangen. Und in Skandinavien, da ist es eben so, die haben Präparate, 60.000 Einheiten die Kapsel, die kriegt jeder Erwachsene den ganzen Winter lang. Also das ist überhaupt kein Problem, da wird gar nicht mehr drüber diskutiert. Und die haben viel mehr für die Bevölkerung getan und auch höhere durchschnittliche Spiegel. Etwas Ähnliches erreicht man, wenn man sein Vitamin-D-Konto eröffnet. Und das konnte ich auch statistisch nachweisen. Das ist jetzt auch in einer Masterarbeit bestätigt worden, dass eben die Leute, die bei mir sich organisieren, die dann ihre Kontoauszüge bekommen, dass sie durchschnittlich deutlich höhere Spiegel haben im grünen Bereich und im Winter auch nicht mehr abfallen. Ein Sommer, der bleibt. Das ist eigentlich der Modus. Und viele haben ja auch vor dem Winter Angst. Also Jugendliche sagen, ach, Winter, Sommer ist mir alles egal. Aber je älter die Menschen werden und je mehr Krankheitsphasen sie hatten, sagen, ja, der nächste Winter habe ich schon Angst vor Erkältung, Schnupfen, Nebenentzündung und vielleicht schon wieder, dass die Krankheit zurückkommt, wenn ich nur das Frühjahr gesund erlebe. Ja, und das ist einfach die Erfahrung, die da drin steckt. Und auch die Leute mit Migrationshintergrund, die sagen, ich muss auf jeden Fall einmal für mindestens einen Monat in mein südliches Heimatland, sonst hier werde ich krank in Deutschland. Also Deutschland zum Arbeiten und Geld verdienen, aber gesund werden, dann im Süden. Und viele Deutsche sagen ja auch, also ohne Mallorca, Ibiza, Andalusien kann ich jetzt das Jahr nicht überstehen. Ich muss dahin. Und wir können eben die Sonne aus der Dose auch haben, um diese Lücke in der Versorgung auszugleichen. Der Körper will, wenn er kein Vitamin D hat, er will nicht mehr. Er will nicht essen, er will den Zucker nicht regulieren, er will keine Immunabwehr mehr machen. Er macht im Grunde so ein Herunterschalten des ganzen Betriebssystems. Und in diesem Zustand sind wir komplett anfällig auch. Und das müssen wir halt vermeiden. Ja, ich hatte jetzt als Beispiel, was man hier dann zum Beispiel in Deutschland erreichen kann, auch überhaupt im Sommer, eine Bekannte, die mich auch um Hilfe gebeten hatte und die hatte gemeint, ja, sie hatte gerade eine Krebs-OP und hat gemeint, weißt du denn, wie dein Vitamin-D-Spiegel ist? Ich bin jeden Tag draußen, ich gehe wirklich vormittags raus bis in Name, ich sitze da nur im Bikini in meinem Garten, ich bin ja gerade dabei, wieder gesund zu werden. Also mach mal einen Test, bitte, mach mal einen Test. 3 Tage vorher absetzen, nichts nehmen, aber sie nehmen, da wäre nichts, ja. Und ja. Hat jetzt den Test zurückbekommen. Sie hat 29,9 Nanogramm pro Milliliter hat sie geschafft. Das ist ja gar nicht so schlecht für Deutschland, ja. Aber um in den Gesundungsbereich zu kommen, wäre es ja deutlich besser, sie wäre so um zwischen 60 und 80 irgendwo, um halt ihre Krankheit auszuheilen, ja. Ja, also ich meine, warum mache ich das seit über 10 Jahren? Ich habe 2006 diesen Effekt entdeckt, dass man mit Vitamin D das Befinden und viele Krankheiten und Probleme, die so herumgeistern und schwelen, niemand kann die richtig analysieren oder beenden, dass man da einen hervorragenden Anpack hat. Und in dieser Zeit habe ich über 10.000 Patienten, die ich da aus ihren Problemen rausgeholfen habe, denen ich geholfen habe. Und sie hat diese 29er-Grenze und ich habe das inzwischen so formuliert, diese Versorgung mit Nährstoffen ist ja allgemein unser Menschenrecht. Das heißt, selbst wenn wir verurteilter Gefangener sind, dann können wir sagen, ich hätte gerne etwas zu essen und etwas zu trinken und Luft zum Atmen. Ja, und man darf mich auch nicht vergiften und das ist mein Menschenrecht und dieses in diesem Essensbegriff steckt letztendlich auch die Nahrung, die Nährstoffe drin. Und da ist eben dieser Wert von 30 nicht mehr diskutierbar. Also wer unter 30 geht, hat enorm gesteigerte Risiken in Richtung Krebs, Richtung Allergien, schlechte Immunabwehr, schlechte Abwehr von irgendwelchen Krankheitserregern, ganz welcher Art. Der wird dann krank, dann heißt es ja im Gefängnis gestorben. Und viele Leute, die sagen, ich habe da nichts falsch gemacht. Ich habe immer getan, was die Ärzte gesagt haben. Und jetzt bin ich aber voll von Krankheiten. Ich habe so eine Liste, was ich alles einnehmen muss. Und hier ist eben dieses Menschenrecht eines Vitaminspiegels von 30 nicht verwirklicht. Und ich habe eine extra Anlaufseite dafür geschaffen. Vitamin D30.
www.energiegesund.de. Da habe ich das nochmal zusammengefasst. Und es ist einfach, dass viele an unserer Krankheit verdienen, die verwässern das. Die sagen, ach ja, komm, 20 ist normal, 25 ist normal. Aber wie fühlst du dich, wenn du 50 hast oder 60? Und wir können gefahrlos sagen, okay, ich habe einen Urlaub gewonnen, einen Monat südliche Insel, und dann komme ich zurück, es ging mir besser. Sag mal, Sensation. Ich war 30 Tage in Urlaub, es geht mir besser. Wie kann das nur sein? Ja? Und ich sage, genau diesen Effekt kann man eben, ohne dass man jetzt 5.000 Euro Urlaub gewinnt, sondern wenn man einfach sich für wenige Euro genügend Vitamin D beschafft, mit dem Rechner berechnet und dann auf einen Wert von 60 geht, dann ist auf einmal weg. Und da erlebe ich jede Woche Fälle, meinetwegen einer, der als Selbstständiger so reingeklotzt hat und gearbeitet hat, und es ist aber alles zusammengebrochen. Sein Nervensystem, er konnte nicht mehr schlafen, er hatte Muskelschmerzen, er war einfach fertig. Dieses Burnout, das ist eben auch so typisch, dass da praktisch immer Vitamin D-Mangel mit da drin ist, als einer der Hauptfaktoren. Und man kann dadurch eben zeigen, dass wir nicht unabhängig von Nährstoffen sind. Man kann sich nicht von Cola und Pizza am Computer ernähren und gesund bleiben. Das geht ein paar Jahre gut, dann sind die Reserven des Körpers da, aber dann bricht es irgendwie zusammen. Ja, steht ja sogar irgendwie in der EU-Verordnung drin, was man über Vitamin D sagen darf, und es trägt zu einem funktionierenden Immunsystem bei. Ja. Ohne Vitamin D geht's nicht. Wenn man jemanden in einem Dunkeln, haben wir jetzt die krasse Situation, dass wir auch in diesen Health Claims, also was man über Vitamin D sagen darf, das haben wir ja definiert, die EU definiert ja nicht nur den Biegungsgrad der Banane und die Länge der Gurke, sondern auch, was wir über Vitamin D da sagen dürfen, da steht es eben drin. Und wenn wir sagen, okay, die Grenze ist 30, ja, dann und gegen Ende des Winters sind die alle unter 30, ja, dann haben sie alle ein Problem. Dann funktioniert bei den Leuten das Immunsystem nicht. Und erst im Laufe des Sommers, das ist eben nicht umgesetzt. Und es beginnt bei dem Punkt der Umsetzung, dass jemand sagt, ach ja, der Vitaminmangel ist erst, wenn es nicht besser als 12 ist. Auch beim Robert-Koch-Institut, da findet man solche Angaben. Also die informieren natürlich auch über den Vitamin-D-Mangel. Die Leute, die sowas wie hier hören, die sagen, ja, ich möchte mal eine gute Referenz haben. Ich gehe mal zum Robert-Koch-Institut. Ja. Aber die kriegen dann auch genau die Aussagen, die sagen, ach, die Welt ist doch in Ordnung. Das Robert-Koch-Institut hat jahrzehntelang über meine Gesundheit gewacht, und die haben das gut gemacht. Ich hatte keinmal ein Vitaminspiegel unter 12, aber ich sag mal, da ist eine Lücke, irgendwo auch ein Organisationsverschulden, und da kann ich eben als absolut unabhängiger Allgemeinarzt mal sagen, da ist eine Versorgungslücke. Schreibt ihr mal unten drunter, wie ihr das seht, ist Vitamin D zu supplementieren natürlich, ist es unnatürlich, müssen wir uns anpassen an diese Welt, würde mich eure Meinung mal sehr interessieren. Schaut bitte auch beim Dr. Raimund von Helden auf seinem YouTube-Kanal vorbei, ich habe ihn unten verlinkt und am Ende vom Video, und auf Vitamin D-Service auch. Sehr gut, alle weiteren Links unten, eine Playlist mit 20, 30 Videos über Vitamin D, alle gucken, bis bald.